Was diese Bilder zeigen, ist eigentlich nur, dass ich, seitdem ich denken kann, Musik mache. Und ihr solltet vielleicht gemerkt haben, dass ich in letzter Zeit öfter mal versucht habe, in irgendein Format Musik mit einzubringen. Und jetzt dachte ich mir, was macht am meisten Spaß in dieser Gesangs- oder Rap-Welt? Diss-Tracks. Und ihr dürft mich nicht falsch verstehen, das mache ich wirklich nur bei Leuten, die ich sympathisch finde. Und da habe ich überlegt, wer wäre denn am meisten geeignet für den ersten Diss-Track. Da ist mir eingefallen, vor ein paar Wochen hat mich Nico gedisst. Die Frisur. Vielleicht sogar ein bisschen mehr gedisst. Die, der Bart, sein gesamtes Auftreten. Auf jeden Fall fand ich das lustig und ich dachte mir, okay, gebe ich ihm zurück, was ihm gebührt. Und trotzdem, obwohl ich das jetzt gesagt habe, wurde dieses Video Dislikes und scheiß Kommentare bekommen. Und ich zeige euch kurz, was für Kommentare ich meine. Es wird jemanden geben, der schreibt, du Hund, Nico ist tausendmal besser als du, du ekliger Bastard. Darunter wird dann jemand schreiben, er meint es doch gar nicht böse. Und darunter noch ein anderer, der das falsch geschriebene Bastard korrigiert. Und dann gibt es noch Leute, die schreiben einfach Dislike und disliken dann das Video. Sie müssen mir noch mitteilen, dass sie mich haten, für was auch immer. Und sowas ist okay, du kannst nicht rappen, ist vollkommen okay. Aber sowas hier, schreib wenigstens dazu, warum. Denn das Video an sich ist gut, finde ich. Sowas wird gelöscht. Ich habe mir vorhin einen kleinen Text aufgeschrieben und ich würde sagen, wir rappen den jetzt ein. InScope 21, bitte gib das Mic jetzt an mich. Ich weiß doch an sich, es skill nur an sich. Droppe deine Floor, macht sogar ApoRed dicht. Du bist nicht meine Liga. Erklär mir mal, wie man sich mal verlieren kann. Denn bei dir ist nie klar, ob es einfach nur Hass oder wirklich Ironie war. Bitte chillen mit den Pillen, Homie. Du schaust rum wie ein Kind ohne Willen und siehst aus wie eine Kopie einer willigen Ziege. Ich tu dir einen Gefallen, wenn ich den Bart rasier. Du hast einen großen Kanal mit beispiellosen Zahlen und das obwohl du fett bist. Doch trotzdem bleibt dein erfolgreichstes Video nur der ApoRed ist. Und was sind das für Euter? Du hast größere Titten als ein Playboy-Hase. Und willst überzeugen mit alles gut, ich mach seit 2 Jahren Massephase. Sei nicht so kleinlich, du frisst die ganze Zeit, selbst dran der Kalmund ist neidisch. Und was sind das für Zähne? Geh und dreh eine Vampire Diary Szene. Ich will ehrlich sein, wann siehst du endlich ein, nicht zu schreien wie Belieber. Wie Sedimentgestein sind deine Zähne schiefer als der Turm von Pisa. Tut mir leid, wenn ich mies war, doch bei dir weiß ich nicht, was ich sonst machen sollte. Du hast Barry nur im Video, weil Farid nicht mitrappen wollte. Es ist scheiße zu sehen, du kaufst dir einen AMG und fährst nur in Stuttgart von A nach B. Kein Wunder, dass dein Land dann pleite geht. Schalt mal einen Gang zurück und leg dein Abi doch erstmal in trockene Tücher. Denkst du etwa, du wirst schlauer, nur weil du mehr Autos liest als Bücher? Ich sehe nur dein Zimmer, ich sehe Dreck und Müll, sodass ich weg sei zum Klassenlehrer. Einfach nur laut sein und vor der Cam schreien, ja das schafft doch jeder. Setz dich mal ran, nimm Papier und Stift und schreib deinen Text mal spannend. Du denkst, du kannst reimen? Du bist nur im Englischen Kant.